Ja, hallo liebe YouTuber und herzlich willkommen zu Let's Play DayZ. Und der gute Philipp hat hier gerade die Magnum gefunden. Nice. Und für die habe ich jetzt auch noch... Warte, das sind... 26 Schuss. Fuck ja. Mal gucken, was wir hier noch so finden in diesem schönen Haus. Ja, warte mal eben. Ich muss das hier ein bisschen sortieren. Jetzt beeil dich mal ein bisschen. Also, warte, komm mal erstmal mit. Warte, ich da liegt mal. Übrigens deine Munition für die Knarre, die ich dir hingeschmissen habe. Alter, ich habe jetzt über 100 Schuss schon für die. Das ist krass. Okay, und dann folg mir, dann bringe ich dir zu der Munition für die M4. Warte, liegt da nicht ein Salinbag? Junge, das Salinbag braucht man. Das ist gut, wenn man das mitnimmt, das weißt du schon, ne? Dann nimm's mit. Hab ich ja. Und hier liegt übrigens auch noch, wie gesagt, die SKS. Ja, dann komm jetzt. Also hier. Alter, nimm den Revolver aus der Hand, damit kannst du nicht gut zielen. Ich weiß, aber auf kurze Distanz. Liegt Munition. Ah, ne, das ist Matchbox. Junge, da war ich schon drin, da habe ich die Gasmaske gefunden. Im Übrigen, auch mit Gasmaske bin ich jetzt unterwegs. Ja, jetzt komm hier. Tier, ja, hol dir doch erstmal die Munition für die M4. Da auf dem Schreibtisch liegt die. Im Schreibtisch. Nicht auf dem, auf dem anderen, da. Neben dem Komm. Geil. Ja, Mann. Alter, ich hab so unnormal viel Muni. Hammer nice, wie ich jetzt ausgestattet bin, Junge. Sie ist schon wieder kommen. In zwei Parts sterbe ich. Nein. Zwei Parts später. Okay, lass dann den Ort hier auch weiter durchsuchen. Okay, aber wir müssen vorsichtig vorgehen. Ich habe echt ein ungutes Gefühl. Zoom da mal rein, ich sehe da aber niemanden. Warte. Okay, der Timer ist auf jeden Fall gestellt. Okay. Jo, ich auch. Dort hinten ist jedenfalls hier, das Haus hier rechts. Da liegt was. Oh toll, ein Rotten Apple, leck mich doch. Das sieht ja wieder aus wie so ein. Das sieht ja. Die Räume hier sind wie am Airfield. Ja. Ein blauer Rucksack. Test Kit. Komm her, Junge. Nee, kein Bock auf das. Erstes Zimmer, Junge, ich hatte ja schon eins. Ich bin 0 minus. Komm her, erstes Zimmer. Warte, hier liegt noch was. Alter, ich habe schon wieder Munition gefunden. Alter, hier liegen zwei Westen. Krass. Was für Westen? Zwei UK Assault Vests. Hammer, nehme ich mit. Nee, eine nur, oder? Ja, eine. Warum nimmst du die mit? Du hast schon eine, doof. Ah ja, stimmt. Junge. Nein, ich dachte, das wäre so eine T-Shirt. Ich hab. Kennst du diese. Hast du eigentlich auch für diese 10 Round CMAG irgendwas? 10 Round CMAG? Nein, diese CMAG, das ist so eine beige Munition. So ein, aber so ein ganzer. Direkt ein ganzes Magazin. Ja. Davon habe ich 3 Stück jetzt schon. Hier liegt ein Rucksack, ich habe nur eins. Hier, nimm du mal eins an. Nee, okay, du hast ja keinen Platz. Dann geh in den ersten Raum. Da liegt dann ein Bloodtest-Kit und teste dich gleich mal. In den ersten Raum. Ja. Hier liegt übrigens auch schon wieder eine Knarre. Ich weiß, die habe ich schon gesehen. Ich steck uns so lange hier drauf. Wo ist der scheiß Bloodtest-Kit? Junge, in der Dusche. Junge. Der zweiten. Da. Und teste dich dann gleich mal. Test your blood. Weißt du, was Hammer wäre? Was hast du nochmal? 0 minus 0 oder sowas, ne? 0 minus, ja. Ich hab A plus. Ey, okay, schreib es dir irgendwo auf. Merke ich mir A plus, ist leicht zu merken. Komm. Achtung. Stimm nicht einfach raus. Kann man nicht rein. Ja, ich merk's. Komm hier lang. Ich hör einen Zombie. Ich auch. Ich gehe ja rechts in das Haus. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ach, Junge. Ah, da, in dieses Haus. Ja, okay. Ich komm auch rein. Scheiße, hier sind die Türen offen. Hier liegt was zu trinken. Da liegen Schuhe. Das brauche ich mir jetzt aber nicht zu nehmen, weil ich davon schon merke. Hier liegt schon wieder so ein Barrett. Ein blaues. Und ein Rucksack. Ich bin hinten in dem letzten Zimmer. In dem zweiten lag das Barrett. Ist im anderen Haus, das weißt du schon, ne? Oh, okay. Dann durchsuche ich auch die ersten. Okay, da ist nichts. Wo bist denn du?
Noch eine Assault Vest. In dem Haus rechts neben dem, wo wir vorhin drin waren. Ich komme jetzt raus, ich bin hinter dir. Hinter dir, nicht erschrecken. Gut. Komm. Lass hier durch. Sicherer. Oh. Junge, ich weiß schon wieder nicht, wo du bist. Du sagst hier durch und bist weg. Junge, links, hier! Ich hab mich umgedreht und gesagt, komm und du. Da war ich gerade drinne. Ja, lass hier durch. Hier liegt was zu trinken, aber ja, Kopf hoch, du warst hier drin. Ne? Ja, Junge, ich hab doch gerade noch gesagt im Let's Play, hier liegt was zu trinken, nehme ich aber nicht mit. Ich weiß. Ja. Lass mich gehen, erstmal die Straße ausspicken. Okay, die Tür ist zu. Komm. Ich mache jetzt die Tür auf. Ich gehe in das Haus gegenüber, ich bin schon längst weg. Wo bist denn du? Ich bin gerade in der... Ich stehe im Türrahmen. An welchem Türrahmen? Ja, vom Haus, wo wir gerade drin waren. Ja, na komm da raus. Okay, ich komme auf die Straße. Nichts auf die Straße, ich bin immer noch auf diesem Gelände. Junge! Ja, Junge, ich sag doch noch, komm weiter und du rennst wieder woanders hin. Ja, komm weiter, es kann alles bedeuten, Junge. Ich bin jetzt auf der Straße. Ich bin jetzt auf der Straße. Ich sehe dich, ich bin rechts von dir, genau. Ja, na komm endlich. Also ich mache ja sowas nie. Und du sag, findest direkt einen Revolver in diesem kleinen Stützpunkt. Hauptsache, du stehst genau davor und noch meine SKS. Junge, wo? In dem Haus, nehme ich gerade raus rein bin und ein Basie und was zu trinken. Alter, wie oft findet man eine SKS in diesem Spiel? Ja, Mann. Die ist hammer nice. Komm. Warte, ich gehe gerade eine Etage höher. Ich gucke mich hier noch um. Ich weiß nicht, in welchem Haus du bist. Jawohl, so eine Payday-Maske. Ja, brauche ich nicht. Willst du? Okay. In welchem Haus bist du? Ja, warte, ich komme gleich raus. Ich durchsuche das nur noch. Ich glaube, wir sind im selben. Ich sehe nämlich hier eine SKS liegen. Ja, kann sein. Okay, da ist noch ein Tape. Was ist das? Ein Buch. Bist du in einem Haus mit einem Klavier? Ja, oben bin ich in der Etage, ich komme jetzt runter. Ja, hier ist das auch der Basie, ja komm. Ja, ich bin hinter dir. So, komm. Oben lag die Payday-Maske. Ich steck die Straße hinter uns, niemand, okay. Ich gehe hier in das Haus, jetzt lass mal zusammenbleiben. Okay, ich mach die Tür hinter uns zu. Haben wir die ganze Zeit auch gut gemacht. Jetzt gerade leckt es teilweise etwas, sorry. Nee, nichts. Komm. Jo, ich bin genau hinter dir. Mach auf, ich ziele. Hinter uns auch niemand. Sauber. Hauptsache, wir sind auf dem Server mit total vielen Leuten, finden keinen Arsch. Wir waren am Anfang auf dem Server mit, keine Ahnung, drei... Oh, jetzt sind wieder richtig viele online. Alter, es leckt gerade mega. Bei mir nicht. Ich höre einen Zombie, wo ist der? Ich habe ihn auch gerade gehört. Komm weiter. Ja, warte, ich bin noch im Haus. Du musst alle Zimmer durchsuchen, Junge. Da hinten ist eine Scheune. Ich gehe mal lieber weg hier. Ich komme. Ich bin links. Ich bin genau links an einem anderen Bürgersteig. Lass da in dieses Rathaus gehen oder so, wo die Treppen hochführen. Ja. Okay, warte, ich decke die Straße hier links. Niemand. Vielleicht noch hier links in dieses Haus. Ah nee, das ist kein Rathaus, das ist so eine, einfach nur eine Brücke. Dave, ich habe was fürs Let's Play, das Plakat da oben. Ja. Ich gehe hier rechts in die Häuser rein. Okay, dann gehe ich links. Fuck. Und Munition für... Boah, die nehme ich nicht mehr mit, ey, für die kleine Knarre. Davon habe ich jetzt schon zu viel. Jo. Davon muss ich bald mal was weglegen. Und was zu trinken brauche ich auch nicht. Hab ich auch zu viel von. Oh, I'm starving. Und da ist noch ein Brunnen. Und eine Tank und ein Supermarkt. Starving? Ja. Ernsthaft? Erstmal was. Ja, mache ich gleich. Ich gehe erstmal in den Supermarkt. Alter, irgendwie ist hier kein Action, aber wir sind auch im Landesinneren. Das ja, man trotzdem, Alter, man hat immer diesen Kick, dass jeden Moment was passieren könnte.
Ja, ja, und wenn die Action da ist, dann weiß man halt, dass was passiert. Ja, ja. Ich habe gerade gehört, wie irgendjemand was getrunken hat. Ich habe nichts getrunken. Ich weiß, ich habe dieses gehört, was kommt, wenn man eine Flasche aufmacht. Hier war aber auch, glaube ich, jemand. Hier ist alles leer. Hier ist eine Payday-Maske oder sowas ähnliches. Ein Snap-Loader für meine Sniper. Braucht doch kein Mensch. Nein, aber da sind zwei Schüsse drin, also. Okay, warte, ich komme jetzt wieder. Hier, ich habe was für dich. Ja, warte, ich komme. Ich hab einen Speedloader für den Revolver. Hammer. Ich behalte den aber, ne? Zwei, ja. Ich behalte den besser, wenn ich einen eigenen habe. Hä? Sechs Schuss drin, ne? Ich leg die Pumpgun-Shells mal weg, weil die. Oder warte, gib mir den Speedloader so lange. Nein. Wenn du auch ein. Doch, Junge, der Speedloader bedeutet, dass ich nicht jede Kugel danach einzeln reintun muss, sondern dass ich mit R Magazin wechseln kann. Du hast doch schon einen. Ja, aber wenn der leer ist, kann ich mit R nicht Magazin wechseln, sondern muss die Kugeln erstmal in den Speedloader. Ja, und du musst auch trotzdem, auch wenn der Speedloader leer ist, wieder den anderen reintun. Ich weiß, aber mitten im Gefecht kann ich dann schnell mit dem Speedloader wechseln. Magazin wechseln. Ich kapier zwar nicht, was du meinst, aber egal. Ja, gib mir einfach so lange. Ja, Junge, ich versteh's nicht, weil du jetzt auch schon einen hast. Ja, Junge, ich hab. Warum willst du für einen Revolver zwei Speedloader haben, wenn einer reinpasst? Junge, ein Speedloader ist das gleiche wie Magazin. Du kannst damit schneller Munition nachladen. Ja, aber in einem Revolver bleibt der drinne. Das ist nicht wie ein Magazin, dass der rausfällt. Da tust du die Kugeln wieder einzeln rein. Da tust du die Kugeln wieder einzeln rein in einem scheiß Speedloader. Der fällt nicht raus wie ein scheiß. Doch, Junge, darum haben wir auch so einen Speedloader mit der Sniper. Nein. Jetzt hatte ich aus Versehen geschossen. Jetzt, toll, jetzt der fällt nicht raus. Sarah hat auch immer nur ein. Warte, ich muss neue Munition rantun. Der fällt nicht raus. Hammer, wie der nachlädt. Oder siehst du bei The Walking Dead, dass der Typ, also Rick, dass da ständig der Speedloader dem aus der Knarre fällt. Der tut nur die Muni wieder neu rein. Jawohl, hier liegt Muni für den Revolver. Hast du gehört? Ja, okay, dann mach halt den halt einfach. Mein Gott. Ja, weil es nicht nötig ist. Klügere gibt dann halt nach. Wo bist du die Treppe hochgegangen? Du bist mir auch der Klügere gibt nach. Hast du überhaupt schon mal einen Revolver gesehen in deinem Leben? Klar. Ja, also. Jetzt komm hier wieder raus. Ich bin ja schon draußen. Boah, Alter, ich trau mich nicht gegenüber zu stehen. Nachher schießt du los. Ja, Junge, ich hab gerade schon wieder aus Versehen geschossen und ich hab noch nicht mal was gedrückt. Warte, hier können wir super die Straße über. Wo sind wir jetzt gekommen eigentlich? Von hinten, Junge. Gib dir gleich von hinten. Ja, der Dave macht's immer gerne von hinten, das wissen wir, ja. Unwitzig, jetzt komm. Ja, Junge, nichts, ich komm. Seh dich nicht mal. Ich bin bei der nächsten Brücke. Da, Junge. Jetzt komm du mal. Ich lauf doch immer so, jetzt komm und dann muss ich auch. Hey, Junge, wenn ich dich nicht sehe. Tja, leck mich. Ist das da schon wieder ein Turm? Ja, da hinten ist schon wieder ein Turm. Junge, was ist das für ein Megateil da oben? Siehst du das am Horizont? Ja, Funkmast. Lass da hin. Junge, nein, das ist nur ein Funkmast. Das ist nicht so interessant wie ein Airfield. Nachher gammeln da wieder eine Million Typen ab. Na klar, dann snipern wir die alle weg. Komm. Du kannst auf dem Funkmast nicht hoch. Siehst du doch. Ich weiß. Wir könnten da ja auch nicht erstmal hoch, weil die ganzen Typen da rumgammeln. Wenn da überhaupt Typen sind. Ja, steht da jemand? Nein. Ist das ein Zombie oder was soll das sein? Wo? Da links an dem grünen Haus. Aus, ja, ich glaube, das ist ein Zombie. Ich habe gerade einen gehört. Ja, es ist, glaube ich, gar nichts. Warte. Ich gehe hier rechts in die Hütte, also in die Lagerhalle hier rein. Ich nehme mal die Axt. Ich habe einen Zombie gehört. Oh, in die Lagerhalle. Mega. Nee, hier ist nichts. Sieht so aus. Nee, nichts. Ich gehe hinten rum raus. Junge, beinahe hätte ich die Komm mal auch in die Lagerhalle. Mach ich, warte, ich will erstmal die Sniper aus, die Mosin, mein Baby. Ich sind nämlich jetzt mehrere so kleine Hütten. Also komm. Ich bin dabei. Ich gehe jetzt genau gegenüber in diese Hütte rein.
Vielleicht siehst du mich da jetzt reinlaufen. Junge! Was? Ich muss mein Mauspad wieder ausmachen. Ey, ich gehe hier in diese zweite Lagerhalle daneben rein. Warte, die Folge ist zu Ende. Ich verstecke mich. Stallungen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschö. Gefunden.